Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute mit einem neuen Orakel und zwar Deutschland gegen die Niederlande. Heute Abend das Freundschaftsspiel und ja, ich habe versucht irgendwie das Team zu aktualisieren, habe ich auch geschafft. Nur wenn ich hier jetzt drauf gehe, sehe ich immer noch die alten Spieler. Ich habe es jetzt mal so weit gemacht, dass hier in der ersten Elf so gut wie es ging alle drin sind, wo auch dabei sind. Ja, das wollte ich nur sagen. Dann gehen wir jetzt mal in das Spiel. Die ganze Fußballwelt hat nur ein wie ich tippe, ich weiß es noch nicht. Die haben gegen Frankreich gut gespielt. Also denke ich mal, dass wir gewinnen. Ich schätze mal auf ein 3-1. 3-1 für die Deutschen. Das Fußballspektakel. Jetzt kann es endlich losgehen. Wie immer könnt ihr eure Tipps in die Kommentare schreiben. So, und dann starten wir hier. Erste Halbzeit mit Deutschland. Ich weiß nicht, wie die Niederländer drauf sind. Deutschland gegen die Niederlande. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant. Und es ist ein. Es wird hochklassig. Ey! Es gibt den Freistoß. Die Schiedsrichterin ist da. Also hier fehlt jetzt Toni Kroos drin. Da habe ich jetzt ja, den anderen Kroos mit dem scharfen S. Ja. Wow, Freistoß. Da bin ich überhaupt nicht gut. Ich muss mal versuchen. Ich wusste es. İlkay Gündoğan. Nein! Das war gefährlich. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben. Aber es ist gut gegangen. Oh, Unmut bei den Fans. Kein Elfmeter. Enge Entscheidung. So, Musiala. Jamal Musiala. Müssen wir in diesem Spiel natürlich ganz besonders im Blick haben. Kann er Ball. Abseits, oder? Ah, oh, da können sie es machen. Nein! Nix, den hält der Torwart natürlich. Komm, komm. Put. Gakpo? Ballverlust bei den Niederländern. Was für ein Gakpo? Die Kollegen bieten sich an. Oh, Mann, ey. Oh, oh. Da ist jetzt was. Rennen. Oder ist auch nicht mehr der Schnellste hier. Weiter 0 zu 0 in diesem Spiel. Uiuiui. Nach dieser Chance. Die Niederländer können es nicht fassen. Ich glaube, das war auch eine nervliche Geschichte. Rüdiger. Komm, du kommst noch dran. So. Sie lauern da jetzt auf die Führung. Geh weg. Gündoğan. Ja. Die Fans rufen Havertz zu, er soll schießen. Ach, verdammt. Jetzt eine gute Ecke, dann kann die deutsche Mannschaft hier in Führung gehen. Kimmich führt aus. Sicher. Kimmich mit Standards, das kann nicht gut gehen. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Müller verliert hier den Ball. Oh. Simmons. Oh, das Simmons spielt ja da. Genau, stimmt ja. Ganz vergessen. Gut durchgesetzt. Flanke kommt in den 16er. Den hält er sicher. Gar kein Problem. Harmlos, dieser Kopfball. Keine Überraschung, dass es hier 0 zu 0 steht angesichts dieser Zahlen. Beide machen einfach zu wenig, holen kaum Chancen raus. Und das Ergebnis ist ein wenig berauschendes Spiel. Dumfries spielt hier auch mit. Oh, ach nee. Ach Mann. Ballverlust. Lässt laufen, Vorteil für die deutsche Mannschaft. Komm, den kriegst du noch. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine ja. Minute gibt's da oben drauf. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Das gibt's nicht. Er erinnert
Oh nein. Kimmich, Nimmich. Ecke kommt von Kimmich. Ach. Wir bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Du sollst das spielen, ich hab gedrückt. Ach, 0-0. Niemals. Der Pfiff, der erste Durchgang ist also beendet. Oh je, jetzt spiel ich mit, So, ich mach das hier auf die Schnelle. Seite auswählen. Ich lasse das jetzt alles drin. Zack, zack. Zack. Spiel fortsetzen und fertig. So. Jetzt mit Haaland. Haaland. Spielen sie mit den Glocks. Den Holzglocks. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Diese Holzschuhe von den Niederländern. Die haben die nicht im speziellen Namen? Cody Gakpo. Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Ach. Sowas aber auch. Niederlande führt mit 1-0. Ich hoffe es ja im Real Life nicht. Ich hoffe es nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das Spiel anschaut. Ich weiß. Ich habe mir eigentlich geschworen, hier keins mehr anzugucken. Jetzt haben sie einmal gegen Frankreich gewonnen. Jetzt werden sie wieder hochgelobt. Und das nicht mal ein Fehler ist. Oh. Ah, nein. Das war so schön gespielt. Ballbesitz Müller. Das macht er gut. Ja. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel. Halbe Stunde noch, halbe Stunde. Oh nein. Dumfries. Dumfriese. Ball wird geblockt. Oh. Sie machen zu, Kopfball am Ende ungefährlich. Ungefährlich. Sie bringen noch mal einen frischen Spieler. Ja, bringt nur einen Spieler. Mir egal. Ich krieg das auch so hin. Erstmal Ballverlust. So, ein bisschen Tarnnerven. Huiuiui. Ja. Lauf doch! Ach Junge! Die Niederländer haben Platz auf dem Flügel. De Blind, de Blind. Schön, ah. Oh, oh. Ter Stegen kann hier mit der Faust klären. Verdammt. Die Flanke war zwar schön. Regulär. Ah, Musiala. Eine Viertelstunde zu spielen. Oh. Ui, ui. Nein. Nein. Füllkrug. Füllkrug. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Der Krug ist gefüllt. Mehr drin gewesen. So. Blind. Ist er auch blind? Oh. Schiedsrichter. Nein. Abseits. Wie UP immer. Immer am Abseits. Obwohl, im letzten Stream war ich öfters im Abseits als er. Nochmal die deutsche Mannschaft. Viel Zeit ist nicht mehr, um den Ausgleich zu machen. Ach komm jetzt. Niklas Füllkrug. Füllkrug. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Aus dem Angriff wird also nichts. Lauf doch. Ach. Ja. Auf außen hätten die Niederländer Platz. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Ach. Schön geklärt von Rüdiger. 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 Schlusspfiff in diesem Spiel. Ja. Deutschland hat verloren. Im Spiel hier 1-0. Ich tippe auf ein 1-0 für Niederlande. Und ich tippe für Deutschland 3-1 im Real Life. So, ich bin gespannt, ob ihr irgendwie mal Tipps in die Kommentare schreibt. Aber wenn, ist auch nicht schlimm. Von
Mir wurscht. Dann würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.